Jo, Tachchen, wir legen noch ein bisschen was nach, doch bevor wir dazu kommen, stellen wir fest, dass es diesen Monat noch nicht so rund läuft. Wir hatten im Pokal am Dienstag die frühen Spiele genommen. FCK gegen Nürnberg, beide Treffen und über 2,5 Tore im Spiel. Für eine 1,85, es war ein 2 zu 0 für den FCK. Leider daneben diese Reihe im System. Ja, dieser Eckball, der Kopfball danach für Nürnberg, der hätte drin sein müssen zum 1 zu 0 für die. Dann hätte es, denke ich mal, ganz gut funktionieren können, noch in der zweiten Halbzeit. Aber war nicht so. Ja, FCK auch verdient gewonnen. Magdeburg gegen Düsseldorf. Da hatten wir etwas mehr Glück in der Reihe. Und zwar wollten wir über 1,5 Teamtore für Fortuna Düsseldorf haben. Die kamen spät. Es war ein 1 zu 2. Hier immerhin noch eine Cashback-Reihe. Dann hat man noch am Dienstag, Mittwoch ein System und zwar angefangen 20:45 ja, mit der Partie Gladbach gegen die Wölfe. Es war ein 0 zu 0 nach 90 Minuten, ging in die Verlängerung, hat Gladbach dann gewonnen. Ja, wir wollten ein 1x und beide Treffen haben, hat leider nicht funktioniert. Ja, Reihe futsch. Villa gegen City ebenfalls verloren, x2 und beide Treffen. Es war ein 1 zu 0 Heimsieg für Aston Villa, hochverdient, wie ich finde. Man City hatte zwei Chancen, hätte auch in Führung gehen können, wäre aber dann wirklich eine glückliche Reihe geworden, wenn es jetzt zum Beispiel 1-1 ausgegangen wäre. Ging schon so in Ordnung. Ja, das waren ja vielleicht ein bisschen uninspirierte Picks. Es sind aber noch Wetten offen und zwar in der Dienstagsfolge noch zwei Bundesliga-Picks für dieses Wochenende drin und auch in den Bundesliga-Tipps. Beides habe ich euch hier unten verlinkt oder auch hier oben in der Infokarte. Ja, könnt ihr reinschauen in den Bundesliga-Tipps. Noch eine zusätzliche Wette, also drei Wetten schon platziert und wir legen nach. Ja, und hoffen, wir können den Monat an diesem Wochenende drehen. Wir haben viel vor und wir beginnen um 13 Uhr in der zweiten Liga mit einer Systemwette erneut. Mit dem Fürther Heimsieg gegen Magdeburg gibt es für eine 1,95. Dazu packen wir den Heimsieg der Heidenheimer gegen Darmstadt für eine sehr gute, wie ich finde, 2,10. Ja, beginnen wir kurz damit. Die Heimbilanz gegen Darmstadt top. Letzten vier Male daheim konnten sie die Lilien schlagen. Haben zudem weniger Verletzte. Ja, den Rest habe ich dann in den Bundesliga-Tipps eigentlich auch erzählt. Und ich sehe da schon einen Heimsieg. Wenn es schlecht läuft, kann es so ein Spiel wie gegen Bochum geben. Aber glaube ich eher nicht. Ich denke, Heidenheim nutzt die Gunst der Stunde. Weil ja hier Melem, Bader, Zimmermann und auch, wer fehlt sonst noch? Nürnberger. Ja, die fehlen den Darmstädtern und das sollte Heidenheim nutzen. Dann, warum die Fürther? Ja, beste Form-Team aktuell in der zweiten Bundesliga, zweitbeste Heimmannschaft. Kaum Verletzte, also nahezu alle Mann an Bord. Bei Magdeburg sieht es anders aus. Im Gegensatz zu Fürth mussten sie im Pokal ran, wie eben genannt, gegen Düsseldorf spät verloren. Schmerzt sicherlich und hat natürlich Kräfte gekostet. Zudem fehlen Checker und Schuler, zwei wirklich torgefährliche Jungs bzw. gute Assistgeber. Ich sehe hier Fürth klar im Vorteil. Es ist zudem auch das letzte Spiel vor Weihnachten. Ich denke mal, da wollen sie dem Heimpublikum noch mal richtig was mitgeben und Magdeburg hier bezwingen. Denke, das sollte so passieren. Ja, sitzt beides, kriegen wir eine 2,72. Wären wir sehr mit zufrieden. Dann eine zweite Systemwette und zwar gehen wir da auf die über 1,5 Teamtore der Augsburger in Bremen. Für eine 2,25 ist leicht gestiegen. Fand ich einen Tacken zu hoch, wenn man halt bedenkt, dass Bremen in den Heimspielen, die sie bisher hatten, 4 von 7 je halt der Gast über 1,5 Teamtore. Gut, war Bayer Leverkusen mit dem 0-3 dabei, waren die Bayern dabei mit dem 0-4. Aber es gab auch neulich noch ein 2:2 gegen Frankfurt und ein 2:3 gegen Hoffenheim. Ich denke, da braucht sich Augsburg nicht verstecken. Und wenn die auf ihr weiteres Programm schauen, dann wissen sie, das nächste Heimspiel ist gegen Dortmund. Und dann müssen sie vor Weihnachten noch nach Stuttgart. Das sind zwei schwere Aufgaben. Gut, Dortmund ist aktuell wohl machbar.
Aber ich denke, die werden da voll auf Sieg gehen. Und bei Bremen ist halt das Ding, sie müssen halt auch den Heimsieg holen. Das heißt, sie werden hinten ein bisschen offener irgendwann agieren. Und das gibt natürlich einem konterstarken Team wie Augsburg gute Möglichkeiten. Ich setze da ein bisschen auf Vargas. Ja, die anderen sind gerade auch gut in Form. Zudem unter Torup die Auswärtsspiele immer auswärts getroffen. 1-1 bei Union, 1-1 bei Köln. Man muss man aber dazu sagen, sind bessere Defensiven als die von Werder, obwohl sich das leicht gebessert hat. Ich hatte in den Bundesliga-Tipps für diese Partie ein 2-2 genannt. Ja, und auswärts gab es dann ja auch noch diesen super Auftakt von Torup mit dem 2-5 in Heidenheim. Also die Moral stimmt bei denen, unter Torup ungeschlagen. Ich glaube, 2 Treffer sind da drin für Augsburg. Wie gesagt, mein Tipp ein 2-2. Dazu packen wir den Roma-Sieg gegen Florenz. Gibt es für eine 2,15. Die Partie erst am Sonntagabend, weil auch die Roma absolut heimstark gerade. Zweitbeste Team hinter Juve in der Heimtabelle, zudem extrem formstark daheim. 7 Spiele in Folge gewonnen, 4 in Folge gegen Florenz daheim siegreich gestaltet. Und Dybala, Lukaku, beide in einer super Form, harmonieren auch immer besser zusammen, hatten jetzt 7-8 Spiele gemeinsam absolviert, treffen auch gut gerade. Bei Florenz personell fehlt eventuell Nico Gonzalez, der ist ja so mitunter der torgefährlichste bei Florenz. Die sind auswärts, ja, nicht so top, haben zwar in Neapel gewonnen, aber das ist eine spezielle Beziehung. Wie gesagt, bei Roma selten erfolgreich und ist 4. gegen 6. Da muss man dazu sagen, wenn die Roma das gewinnt, dann können sie sich wirklich in der Top 4 festsetzen und sie sollten diese Chance nutzen. Ja, dass beide Aufgaben auch international, Euroleague, Conference League noch am Start. Da ist aber bei der Roma ist halt auch der Fall, dass sie nicht es in eigener Hand haben, Erster oder Zweiter zu werden. Sie können nur darauf spekulieren, dass Slavia verliert. Wenn sie dann eigens gewinnen, dann sind sie. Haben sie es noch auf den ersten Platz geschafft? Ansonsten, ja, wird es halt nichts. Bei Florenz, schwieriges Spiel in Budapest, sieht schon ein bisschen anders aus. Dürfte ein bisschen mehr in den Köpfen rattern. Und zudem haben sie die Tage auch noch Achtelfinale in der Coppa Italia gespielt, mussten in die Verlängerung, Elfmeterschießen dann gewonnen gegen Parma, aber das hat natürlich auch zusätzliche Kräfte gekostet. Roma muss erst die Achtelfinalpartie Anfang Januar spielen, deswegen haben sie diese Doppelbelastung nicht. Sehe ich gute Chancen, dass Mourinho das zieht. Und wenn wir die beiden drin haben, dann gibt es dafür eine gute Dreierquote. Gut, dann gehen wir noch mal ein bisschen mehr ins Risiko und zwar heute Abend ins Topspiel der zweiten Bundesliga. Und da sage ich, bei Osnabrück gegen Pauli wird es ein beide Treffen und über 2,5 Tore im Spiel geben. Gibt es aktuell für eine 2,15, setzen wir mit einer halben Einheit. Weil es ist eine spezielle Atmosphäre an der Bremer Brücke unter Flutlicht. Das durfte der HSV auch schon erfahren. Das war Ende September. Es war noch leicht hell, da sind sie in Führung gegangen. Dann ging das Flutlicht an, die Kulisse war da. Am Ende hieß es 2-1 für Osnabrück, die zuletzt natürlich 4-0 verloren haben auf Schalke. Aber Kojinats erstes Spiel ist halt daneben gegangen. Der hat seine Erkenntnisse gesammelt und ich glaube, der pusht das Team jetzt zu einer ganz anderen Leistung. Und ja, ich sehe da sogar Chancen, dass Osnabrück das überraschenderweise gewinnen kann gegen Pauli. Pauli musste im Pokal ran, Osnabrück hatte kein Spiel. Schaut man auch bei Pauli auf das letzte Auswärtsspiel bei Hansa Rostock, was sie ja 2-3 gewonnen haben. Da hat Hansa halt 2 Treffer erzielt, beide durch Elfmeter. Aber der X-Goals-Wert war bei einer 4,50. Das deutet schon darauf hin, dass Pauli halt auch eine Menge zulassen kann. Wie gesagt, spezielle Atmosphäre dort an der Bremer Brücke erlebt man auch häufiger im Pokal. Köln musste da ja auch in die Verlängerung Anfang der Saison. Und verspäteter Trainereffekt durch Kojinat, der ja wirklich als Typ top ist. Sie haben gute Stürmer, Verhoek als Ex-Pauli-Spieler, Engelhardt, dann auch hier der Vriet.
Also es gibt da schon ein paar Optionen für Tore und das ist halt auch für die das letzte Spiel vor Weihnachten und deswegen ballern die da heute Abend nochmal alles rein in der Top-Atmosphäre. Wird sicherlich ein heißes Tänzchen und weil ich die Quote für die über 1,5 Teamtore von Osnabrück viel zu hoch finde bei einer 3,95, packen wir die ebenfalls mit einer halben Einheit ein und machen somit zu, weil ja, zwei Treffer können sie finden, haben sie gegen HSV geschafft, haben sie auch gegen Nürnberg geschafft und gegen weitere Teams. Also letztendlich sind sie offensiv schon stark, ist ein enges Stadion, da kann es heiß hergehen gehen und ja, ich fand die Quote einfach zu hoch. Absoluter Risikopick natürlich, kann auch, wenn es schief läuft, alles gegen uns läuft, auch ein lockeres 2:0 für Pauli werden. Nach der letzten Pokalrunde haben sie gegen Elversberg gespielt und da locker 2:0 gewonnen. Aber wie gesagt, das Hansa-Spiel bietet Hinweise, dass das auch ganz anders laufen kann. Gut, das waren meine Picks und ja, falls ihr noch was habt, da unten gibt es Kommentarfelder, ballert die gerne voll. Und ja, bin ich mal gespannt, ob wir jetzt ein bisschen erfolgreicher durchstarten. Lasst gerne ein Däumchen hier dafür und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschö!